und schön, dass ihr da seid. Heute ist der 22.8. und heute ist der errechnete Geburtstermin. Und anlässlich dessen möchte ich euch endlich verraten, wie unser kleiner Mann heißen wird. Aber bevor wir dahin kommen, dauert es noch einen Moment, denn ich möchte euch natürlich auch nicht vorenthalten, welche Namen uns so gefallen haben und für welchen Namen wir uns entschieden haben. Wir haben uns natürlich auch vor dem, dass wir das Geschlecht wussten, schon mal so ein paar Gedanken gemacht und natürlich auch über Mädchennamen. Aber einen bestimmten Namen werde ich euch nicht nennen, denn der ist so unser Favorit, dass wenn mal irgendwann ein zweites Kind unterwegs sein sollte und es wäre ein Mädchen, dann wäre das definitiv unser Name. Und ja, aber ich werde euch definitiv nennen, ja, was wir uns noch so überlegt haben. Und zwar fand ich den Namen Pia sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, also es halt sind es eigentlich viele sehr kurze Mädchennamen, muss ich gestehen. Pia fanden wir sehr schön. Sophia, Kira oder Chiara, vielleicht sagt euch der Name auch was vom König der Löwen. Also Kira oder Chiara fanden wir beide sehr, sehr hübsch. Maya, aber da haben wir uns so überlegt, so Biene Maya, ob das Kind nicht vielleicht gehänselt werden würde. Und Carlotta. Ja, oder Lotta. Carlotta, Lotta, ja. Also wir haben uns halt auch viele Gedanken gemacht über Namen, die man vielleicht nicht unbedingt unschön kürzen kann, denn wir fanden auch Naomi sehr schön. Aber da sagte dann mein Mann, ja, allein schon im Kindergarten fangen dann bestimmt die Kinder an zu sagen, Naomi. Ja, das fanden wir dann irgendwie nicht mehr so toll. Und vor allen Dingen, weil es so ein bisschen, ja, japanisch oder so klingt. Und bevor es dann irgendwie dumme Sprüche, das will man ja nicht. Deswegen taten wir uns auch ein bisschen schwer. Vor allen Dingen fand mein Mann die Entscheidung des Babynamens sehr schwer. Einfach aus Angst, das Kind würde gehänselt oder sagt irgendwann mal, du Mama, Papa, mein Name ist so schrecklich, ich hasse den. Aber ja, wer hat nicht irgendwann mal eine Phase, wo man den eigenen Namen nicht schön findet? Und zwar fanden wir bei jungen Namen Yannick schön, Emil, Ben, wobei bei Ben dachte ich auch so, ja, da gibt es irgendwie viele. Das finde ich immer so, ja, so Modenamen. Das finde ich was ganz Schlimmes. Dann Milan, Elias, wobei Elias auch mittlerweile zu einem Trendnamen wird. Mein Mann behauptet wegen dem Schauspieler Elias Mbarek. Aber ich weiß es nicht. Dann Luca. Aber auch bei Luca oder Luis oder wie auch immer, da drehen sich immer so viele Kinder um, wenn die Namen gerufen werden. Das ist schon irgendwo, ja, nicht mehr normal, oder? Ja, und Nico fand ich auch sehr schön, wobei Nico auch mit dem Zusammenhang von Nico, Nikolai oder Nikolas. Aber ja, dann wurde es irgendwie ein ganz anderer Name, denn unser Sohnemann wird, ich zeige euch jetzt endlich die tolle Schnullerkette vom Päckchen von der lieben Sonja. Und zwar wird heißen Jonas. Ja, Jonas. Mit einem süßen Bärchen dran. Mega süße Schnullikette. Unser kleiner Mann wird Jonas heißen. Ja, dazu. Also ich habe mich irgendwie in den Namen verliebt, ich weiß auch nicht, ich habe ihn irgendwo gelesen und dachte mir so, hey, das ist so ein schöner Name, den gibt es eigentlich gar nicht mehr so oft. Zumindest höre ich ihn so gut wie nie. Und ja, mein Mann tat sich da anfangs sehr, sehr schwer und war noch nicht so überzeugt von dem Namen. Aber irgendwie hat es mich dann ein paar Mal überkommen und ich habe meinen Bauch gestreichelt und habe gesagt, na, bist du ein kleiner Jonas oder... Ja, also der Name fiel bei mir ziemlich oft und irgendwann im April morgens, Wochenends, lag mein Mann neben mir und ist aufgewacht und guckt mich nur so verträumt an und sagt, du Schatz, ich glaube, unser Kleiner heißt Jonas. Mittlerweile träume ich schon, dass er Jonas heißt. Und das war so ein Zeichen, so jetzt ist es gefallen, jetzt ist es definitiv so.
Und es war so wunderschön, die Zeit der Schwangerschaft zu wissen, wie man den Kleinen nennen möchte und den Bauch zu streicheln und einfach den Namen zu sagen. Und ja, also ich finde es was wahnsinnig Schönes und habe es nur die ganze Zeit nicht gesagt, weil ich einfach keine großartigen Diskussionen wollte, wie ihr den Namen findet. Also wir fanden die Bedeutung schon sehr, sehr schön. Es bedeutet nämlich die Taube, der Friedliebende. Und mein Mann und ich sind auch absolut Friedliebende, weil wir Streit hassen. Natürlich hat man mal Meinungsverschiedenheiten, aber die schaffen wir möglichst schnell aus der Welt, weil wir beide keinen Streit mögen oder dicke Luft einfach, wenn man das so sagen möchte. Und ja, wenn der Kleine so kommt, wie Mama und Papa sind, dann passt der Name zu 1000%. Und ja, das war leider schon unsere Namensgebung. Eigentlich ziemlich unspektakulär, aber vielleicht waren Namen dabei, die ihr sogar selber sehr schön fandet. Und ja, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.